Achilles Konnert hat sich wegen des Archäoparks Vogelherd in Niederstotzingen in einem offenen Brief an die Landesregierung Baden-Württemberg gewandt. Gemeinsam mit zahlreichen Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland sowie von allen Kontinenten der Erde fordert er das Land auf, die museale Einrichtung so zu unterstützen, dass sie sich im Zusammenspiel mit den betroffenen Gemeinden, Vereinen und privaten Spendern dauerhaft tragen kann. Dem Archäopark droht wegen der unsicheren Finanzierung die endgültige Schließung zum 6. November dieses Jahres. Zum Freilichtmuseum gehört auch das Weltkulturerbe Vogelherdhöhle, wo Konnert selbst und andere Wissenschaftler einige der ältesten Kunstwerke der Menschheit entdeckt hatten. Da die Landesregierung derzeit den Haushalt für 2023 und 2024 berät, habe das Thema eine hohe Dringlichkeit, erklären die unterzeichnenden Wissenschaftler. Hallöchen, hier ist der Erklärbär mal wieder ein bisschen verärgert. Ich will ja nichts sagen. Ich war ja selbst schon zwei, dreimal in der Vogelherdhöhle. Ist wirklich sehr schön, ein Ausflugsziel, wo wirklich anstrebend ist, auch für Kinder und Familie. Das ist wie gesagt in Baden-Württemberg, in Niederstotzingen. Deswegen mein Aufruf an euch alle, deutschlandweit. Es ist gerade schönes Wetter, sind ja bald wieder Ferien und bitte, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, macht doch dorthin einen Ausflug oder spendet was. Setzt euch mit diesem Naturpark aus der Steinzeit irgendwie in Verbindung. In der Umgebung von der Vogelherdhöhle gibt es auch einige gute Gaststätte. Also die Gegend an für sich ist super schön. Und es wäre echt schade, wenn der Park geschlossen wird und diese Kultur eventuell für die Nachwelt verloren gehen würde. Wäre wirklich sehr traurig, was mich halt an dem Ganzen ehrlich sagt, ich sag's euch, wie es ist, ankotzt. Für jeden Scheiß und Mist ist Geld da, nur für so Sache, wo ich persönlich finde, was unsere Geschichte betrifft und auch Urgeschichte betrifft, ist anscheinend mal wieder kein Geld da. Deswegen mein Aufruf über YouTube und meine Bitte, jeder, der kann und will, bitte unterstützt das Projekt. Wäre, wie gesagt, wirklich schade, wenn sowas für die Nachwelt, auch für die Kinder, nicht mehr da wäre. Wäre ganz traurig. Euer Erklärbär. Und ich sage schon mal vielen Dank im Voraus.